Oh mein Gott, ist das gruselig. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe lange überlegt, was hier wohl brutzelt oder was hier wohl gelagert wird. Vielleicht ist auch nur die Musik, die bei mir immer so schrecklich in den Videos ist, aber besser ein bisschen Mucke, wenn ich mal nicht spreche, als dass irgendwie so gar nichts läuft. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich lange überlegt, was hier denn so brutzelt. Ich habe mir die Szenerie doch noch gekauft. Was heißt doch noch gekauft? Es war klar, dass ich mir die Szenerie kaufe. Nur der Zeitpunkt, der war mir noch nicht ganz klar. Aber ich habe heute auch so ein bisschen tatsächlich mal darüber nachgedacht. In so einer Szenerie, da gibt es ja eigentlich auch eine Geschichte. Hier sind ja so ein paar Hütten überall. Und da könnte man ja meinen, da wohnt die Königin, oder? Das ist ganz klar, dass hier die Königin wohnt. Mit dem Schirm. Es gibt ja einen Schirmskin, also der Sommerskin. Dort hat sie ja als Waffe einen Schirm. Und hier lebt ganz klar lebt hier der Warden, also der große Wächter, würde ich jetzt mal so sagen. Oder seht ihr das anders? Irgendwo hat der King natürlich auch sein Zuhause. Da, mit den gekreuzten Schwertern. Und dann habe ich überlegt, Royal Champion könnte hier unten untergekommen sein. Sieht mir aber mehr, ist ein bisschen verschwommen. Je näher man rangeht, sieht mir aber so ein bisschen mehr aus wie so eine Goblin-Höhle. Also irgendwo müssen wir den Royal Champion hier noch unterkriegen. Aber die Szenerie hier ist wirklich, wirklich ziemlich hübsch. Und deswegen habe ich sie mir auch gegönnt zu Halloween. Und habe natürlich, hier könnte der Royal Champion leben. Das M-Pion. Ja, hier könnte der Royal Champion leben. Würde ich mal so sagen, da unten in den eingeditschten Haus. Keine Ahnung. Und hier weiß ich auch nicht, wer hier in dem Sternenbunker wohnt. Aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Geheimnis schon gelüftet wurde, wer hier denn wo wohnt. Aber wir gehen mal rein ins Spiel. Und wie gesagt, die Szenerie sieht wirklich, wirklich schön aus. Und ich habe das Event hier auch schon komplett durch mit den Königsgeistern und den Riesenskelette. Wollte das aber ganz gerne noch mit euch, ich will nicht sagen besprechen. Also ich habe die Sachen alle schon ausgegeben, ist klar. Und ich habe auch wieder gejammt gestern Abend im Livestream, ungefähr so um die 1000 Gems wieder ausgegeben. Ich beneide die Leute, die überhaupt keine Gems haben, denn die brauchen sich gar keine Gedanken drum machen, wenn sie keine haben, wohin sie die keinen Gems einfach mal ausgeben. Deswegen sind die in jedem Fall viel, viel besser dran als ich. Aber da ich ja alle Events hier schon mit dem Thorsten wirklich durch habe, kleines Update hier, Zauberturm geht jetzt schon auf den dritten Level. Also den zweiten Level habe ich mir freigeschaltet, kann ich immerhin dann schon mal im nächsten Klankrieg meine Base ein bisschen umstellen. Das heißt also, hier können wir jetzt natürlich wechseln auf Wut, Poison, ja, auf Unsichtbarkeit noch nicht. Es dauert halt unheimlich lange. 13 Tage, ihr seht das, und das ist ja alles immer noch mit passt. Deswegen gehen wir mal auf den Avatar. Und der muss das Event noch so ein bisschen spielen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gespielt habt. Habt ihr das so nach Alaizo gespielt oder spielt ihr das so ähnlich wie ich es hier spiele? Ich habe es hier so gespielt. 6 Königsgeister. Ich habe es auch verpeilt zu Anfang. Natürlich habe ich es verpeilt. Ich habe immer nur 5 mitgenommen, ne? Und im Event steht ganz klar drin, nimm 6. Ja, was ich eben noch überlegt habe, ich könnte ja auch mit in der Clanburg nehmen, aber geht ja gar nicht. Habe ich auch ganz vergessen. Eventtruppe kann man nicht verspenden. Und deswegen muss ich auch mal 2 Stück selber mitnehmen. Aber das hier ist meine Armee, mit der ich hier, ich will mal so sagen, ziemlich erfolgreich bin. Auch beim Avatar wollte ich noch 1-2 Sachen anstoßen. Hintergrund ist natürlich das Auslaufen auch hier des Passes. Noch ist alles günstig in, wie viel? 4 Tagen, 22 Stunden ist wieder alles Hölle teuer erstmal, wenn der neue Pass dann losgeht. Und deswegen wollen wir uns noch so ein paar, wenigstens hier die Items reinzocken. Im Moment zocke ich ja sowas von viel. Clash of Clans geht gar nicht auf allen Rathausstufen irgendwo. Und so einer würde mir eigentlich schon ganz gut zu Gesicht stehen. Vor allen Dingen die 7K Dunkles. Deswegen nehmen wir den mal mit. Ich dachte gerade, der Scattershot ist da im Bau. Aber können wir hier so rüber gehen? Können wir da so rüber gehen? Ja, machen wir. Nehmen wir hier das Lager mit erstmal. Weil da ist ja schon mal
so ein bisschen was drin und bauen uns hier schon mal so einen kleinen Funnel auf. Also klar, die Königsgeister haben aber nur 270 Trefferpunkte auch auf Max-Level. Also das ist jetzt nicht gerade ultra viel. Keine Frage. Und deswegen muss man die schon gesund einsetzen, sage ich mal. Eine kleine Bombe und dann sind die Geschichte aber so, kann man es eigentlich ganz gut machen. Jetzt muss ich immer ein bisschen schnell sein, muss ich sagen. Und zwar 1, 2, 3 Golems, das dahinter, den dahinter, die Tanks hier und die Bowler. Weil ich habe keinen, ihr seht das, ich habe keinen Mauerbrecher dabei. Und deswegen muss das so durch die Base hier durchgehen. Hier friesen wir und hier auch den Multi. Aber ich habe ein bisschen Sprungzauber am Start. Den könnten wir eigentlich da setzen, dass die Meute hier ein bisschen weiter geht. Orden gezündet, nicht, dass wir den vergessen. King auch mit. Oh, der Royal Champion hier ist hart. Hart am Sterben. Hier nehmen wir mal am Royal Champion. Oh, schade. Wo können wir denn noch rüberspringen? Da können wir vielleicht noch rüberspringen gleich. Mal sehen, ob die da hingehen. Ja, auch hier ziemlich hart den Zauber gespielt, aber so kann man es eigentlich ganz oder sehr, sehr gut spielen hier, das Event. Und ihr seht, das wird in jedem Fall, werden das 3 Sterne, glaube ich. je nachdem, wo die Queen jetzt hier hingeht, aber hier hinten die Tanktruppen hier mit dem King, ist einfach zu stark. Denn jedes Mal, wenn ja so ein großes Skelett down geht, lässt er ja noch eine Bombe fallen und da ist mindestens immer eine Defense dann zusätzlich noch mit kaputt. Der Loon überlebt auch noch perfekt. Ja, mein Backup Loon. Und so habe ich das Event hier eigentlich gespielt. Ich habe gleich eine etwas andere Armee am Start, denn ich habe es auch mal so probiert, wie viele das wahrscheinlich von euch aus machen. Nämlich mit ganz vielen Königsgeistern, da bin ich nicht so der Fan von, denn zwei von den Riesenskeletten müssen wir ja auch mit dabei haben und deswegen habe ich jetzt auch mal diese Armee hier gewählt, also 32 von den Königsgeistern, 2 von den Riesenskeletten und so ein bisschen Spaßzauber, so will ich es mal sagen. Ich requeste mal eben genau die gleiche Truppe, die sieht ganz gut aus und die baue ich in jedem Fall nach, also so ein bisschen, ich wechsle da immer so ein bisschen und da ich aber auch hier was machen wollte, ich wollte eigentlich den Royal Champion leveln hier mit einem Buch. Da habe ich noch ein Buch, warte mal. Oder nehmen wir erst das Buch aus. Ich habe, glaube ich, noch ein Buch im Pass. Ich habe noch ein Buch im Pass. Okay, Glück gehabt. Ich habe noch ein Buch im Pass. Bevor ich dann hier auch anfange, hart rum zu jammen. Aber wir könnten den Royal Champion eigentlich tatsächlich fertig machen. Denn ich habe noch eine dunkle Rune. Ich meine, dann habe ich den Helden auch fertig. Hier auf Rathaus Level 14. Und ich würde sagen, da lassen wir uns auch gar nicht lange lumpen. Wir nehmen den. Wir nehmen natürlich das Heldenbuch hier hinten aus dem Pass. Book of Heroes, sehr, sehr schön. Nehmen die dunkle Rune hier raus. Sell. Nein, wir usen die. Und machen den Royal Champion fertig, würde ich sagen. Mal sehen, ob wir da noch was über haben. 252.000, haben wir noch knapp 90.000 über. Das ist sehr cool. Aber dann habe ich den auf Max Level. Für Rathaus Level 14. Jetzt müssen wir Rathaus Level 15 werden. Und damit sollten eigentlich meine Helden noch nicht ganz durch sein. Ah doch, meine Helden sind durch. Also meine Helden hier auf Rathaus Level 14 sind durch. Das heißt, ich kann jetzt alles, was ich habe, hier oben in die Pets reinstecken. Aber die sind auch nicht mal gerade so günstig. OMG. Okay, die sind jetzt nicht gerade günstig. Immer einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns zum zweiten Angriff wieder hier im Grusel, oh mein Gott, Event mit den Königsgeistern und den Riesenskeletten. Okay, sind wir wieder am Start. Einmal kurz gespendet und wieder ein paar Gems ausgegeben mit Thorsten. Ich bin im Moment wirklich unmöglich. Aber wie gesagt, ich bin froh, wenn sie nicht mehr da sind und ich sie nicht mehr gebrauche. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt beim Klonzauber und auch beim Unsichtbarkeitszauber, wie die sich hier verhalten. Was suchen wir denn eigentlich? Wir suchen Dunkles und ein wenig Elixier, womöglich auch, um noch irgendwas zu leveln.
um noch irgendwas zu leveln. Ich sehe gerade, mein Streamtitel für morgen ist Clash of Clans, Clanstadt und Clankrieg. Sehr schön. Damit haben wir das auch geklärt. Ich habe es nämlich eben schon für, nicht für mich, sondern für euch schon geändert. Manchmal denke ich da ja nicht dran. Dann steht da immer noch irgendwas von Mittwoch drin oder sowas. Und die Suche ist schon wieder grenzwertig. Ich mache auch einen kurzen Cut. Leider. Oder kann man das wohl auch andersrum spielen, dass man erst die Helden reinspielt und dann erst die Königsgeister? Ginge auch. Mal sehen. Wir nehmen den 15er hier mal mit. Gegen die Helden könnte es schwer werden. Und da oben ist das Dunkle. Scattershots da. Machen wir trotzdem. Wir nehmen den trotzdem mal mit hier. Das scheinen mir hier die neuen Gebäude sowieso zu sein. Und was ja jetzt auch mal nicht so schlecht ist, wir holen uns hier mal rundherum die Prozente. Ich weiß, vielleicht bringt das so gar nichts, weil es dauert auch viel zu lange. Och Gott, jetzt hat er auch noch Clanburg. Aber das macht nichts. Ich habe ja einen Giftzauber. So, das. Werkstatt geht auch weg. Da gehen die jetzt schon in die Base rein. Okay, da hat er ein paar Loons drin, alles klar. Die kriegen wir in jedem Fall irgendwie weg. Und da machen wir uns hier erstmal die Bombentürme, würde ich sagen, noch ein bisschen weg. Hier schon mal das erste Lager. Vielleicht auch das Elex-Lager, hier die Platte. Dauert halt, ne? Es dauert halt. Die sind halt auch sehr, sehr langsam. Und dementsprechend dauert das hier, bis die dann mal irgendwann was gepeilt haben. So, der Bogenschützenturm dort vielleicht noch und oder gehen die auf den Helden da? Ne, Bogenschützenturm ist weg, okay. Wir gehen nicht auf den Helden, alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt mal mit unseren Killsquad rein. Wir haben zwei von denen. Wir haben eine Queen, wir haben das. Wir haben Warden, wir haben ihn hier und wir haben ihn hier. Und haben dort jetzt den Gift. Der ist schon mal nicht schlecht geworfen. Wir nehmen hier die 6 mit rein. Mal sehen. Sprungzauber weiß ich noch nicht, wo wir den nehmen. Hier klonen wir vielleicht mal. Oh. Wir müssen bis zum Dunklen kommen, Leute. Oder da hinten bis zum Hellen. Mal gucken. Oder da hinten bis zum Hellen. Wardenzündung. Roll Champion nicht vergessen. So, den Roll Champion können wir doch bestimmt noch mal woanders einsetzen, oder? Ha! Mal sehen. Wir nehmen den da noch mal. Es ist echt funny, ey. Es ist echt zu funny. Und jetzt haben wir natürlich gleich die Scattershots. Na, der hat nicht mehr wirklich was gebracht. Aber meine Queen ist noch da. Kriegen wir den Scattershot noch? Ja, für die Tat. Und wir kriegen auch noch ein Lager. Also so kann man es ja eigentlich machen. Aber wie gesagt, mit den Königsgeistern so richtig überzeugend klingt das für mich jetzt nicht. Ich meine, wir haben den jetzt auf Null hier. Gar kein Ding. Wir brauchen das Dunkle in jedem Fall zum Pet-Leveln jetzt. Ganz hart hier. Aber naja. Ich meine, so kann man das machen. Der Magier lässt sich da ja wohl nicht abknabbern, oder? Magier? Ich wollte es gerade sagen. Ich dachte, der lässt sich da wegknabbern. Ja, der könnte jetzt noch ein bisschen mehr machen. Muss jetzt allerdings vielleicht durch eine Mauer. Aber wir lassen das Lager mal noch weggehen. Und jetzt geht er auch durch eine Mauer. Das brauchen wir uns nicht mehr mit angucken. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut spielen. Mit 32 Stück. So habe ich zumindest das Event hier für mich gespielt. Ein Event haben wir completed. Okay, die 10 Mauerringe, sehr gut. Sehr cool, 10 Mauerringe und 500 EP. Das Ganze jetzt noch 4 Mal und es geht ja wirklich, wirklich fix. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt so keinen, der dieses Event hier nicht wirklich gespielt hätte. Denn es ist wirklich einfach. Ihr seht, 4 Tage, 22 noch Zeit. Und da das ganze Event ja, glaube ich, über 10 Tage lief oder so, da kann man dann natürlich jeden Tag so 1-2 Angriffe, wenn überhaupt, machen und man schafft das Event trotzdem ganz, ganz locker. Ich hoffe, ihr seid noch bei den Clanspielen dran. Ich bin komplett fertig hier, zumindest mit Thorsten und mit Avatar. Solltet ihr auch sein, denn es gibt coole Rewards, es gibt ein Baubuch, es gibt eine Elex-Rune, also allein nur die beiden Sachen machen diese Clanspiele wieder für mich so unheimlich interessant, dass ich auch da in die 4000er reinspiele. Ich weiß, das hat ihr gar nicht von mir gewohnt, dass ich überhaupt so weit im Fortschritt hier bin. Ich hoffe, ihr gruselt euch auch, wie ich. Ich springe hier nochmal rüber in die gruselige Szene.
denn wir haben hier noch hart den Clankrieg, geht auch morgen Abend weiter, das heißt also, wir starten heute Abend wieder einen Clankrieg recht früh, sodass wir morgen vielleicht wieder ein bisschen was mit euch oder ich wieder ein bisschen was mit euch live machen kann und am Wochenende dann bin ich irgendwo anders noch eingeladen, also zum 30.31.1. Spiele ich in einen anderen Clan CK, aber dazu komme ich dann vielleicht noch im morgigen Video, wenn ich dafür nochmal werbe, denn da brauchen wir noch ein paar 13er und 14er, die dort vielleicht Bock haben auf einen 50er gruseligen Halloween Clankrieg bei Cocos Rising Paradise. Genauso heißt auch ihr Discord. Also den müsst ihr nur kurz einmal betreten, um euch anzumelden, mehr nicht. Und am Tag des Tages, ich gucke mal, ob ich eine Tag für euch finde. Die pinne ich euch mal unten in die Beschreibung rein. Also Link zum Discord, so ein Einladungslink. Ansonsten fragt ihr einfach bei mir im Discord, dann hacke ich euch das da ein. Und ihr könnt dort bei der Coco dann teilnehmen, euch anmelden und mit mir auch einen schönen CK spielen. Ich werde sicherlich einen Tag daraus auch mehrere Stunden streamen. Also bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen wiedersehen könnte und verbleibe erstmal. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und ja, gruselt euch mal schön weiter, ne? Bis dahin, euer Toto. Clasht!